Ja, beim Oszilloskop hat man beim Spektrumanalysator natürlich die Frage, welchen Punkt stellt man da? Denn man kann es wieder haben, dass man wesentlich zu viel, wesentlich mehr Messpunkte hat, als man Bildschirmpunkte hat. Welchen Messpunkt stellt man da? So eine ganz einfache, nicht ganz richtige Rechnung sagt, wir haben einen Frequenzbereich. Frequenzbereich von, sagen wir, einem Gigahertz, das ist nicht so ungewöhnlich, und haben eine Resolution Bandwidth von meinetwegen 10 Kilohertz. Auch diese Kombination ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Das würde letztlich heißen, dass wir hier 100.000, da kommt der Punkt hin, 1000 Messpunkte haben. So, jetzt haben wir grob gerechnet 1000 Bildpunkte. Und da stehen wir wieder vor der Frage, welchen Punkt stellt man denn davon jetzt dar? Das ist der rechte Fall. Der linke Fall ist sowieso absurd. Also den können wir gleich mal ausxen. Denn wenn wir das machen, dann haben wir Lücken im Spektrum und dann geht uns ein Signal verloren. Also wenn, dann reden wir sowieso nur über diesen Fall hier, dass wir viel zu viele Punkte haben. Und da ist eben einfach die Frage von diesen immer überlappenden Punkten, welchen zeichnet man denn da dann? So, und auch da gibt es natürlich verschiedene Antworten, wie es sie beim Oszilloskop auch schon gab. Nämlich wir könnten hier das Minimum oder das Maximum nehmen. Wir können uns aber erstmal angucken, wie denn überhaupt der Verlauf hier ist. So, und dann haben wir eventuell diesen roten Verlauf hier und dann haben wir die Abtastpunkte. Das ist jetzt ein Frequenzsignal hier, ganz willkürlich gewählt. Das kann auch anders aussehen. So, und das Ganze muss auf einen Punkt kondensiert werden. Das sieht man in dem unteren Diagramm. Und da könnte man jetzt natürlich einfach erstmal nehmen, Maximum und Minimum. Min-Max, Peak. Also man nimmt das Maximum, das Minimum, macht dazwischen Strich. So, dann könnte man, das ist nur eine etwas andere Darstellung, Auto-Peak nehmen. So heißt das, dann nimmt man Minimum und Maximum und macht dazwischen wirklich einen Strich. Dann nimmt man eventuell Sample. Also man nimmt irgendeinen der Punkte, vielleicht den in der Mitte, vielleicht, weiß ich nicht, den ganz links, den ganz rechts, whatever. Dann könnte man jetzt hier den leistungsäquivalenten Punkt nehmen. Das heißt, man könnte im Prinzip die ganzen Leistungen aufaddieren und daraus den Mittelwert nehmen, also das Root Mean Square, da wir es sowieso nur mit Leistungen hier zu tun haben, die da angezeigt werden, wenn wir nicht gerade mit einem komplexen Signalanalysator arbeiten, dann wäre das sicherlich was ganz sinnvoll zu wählen wäre. Hier also ganz kurz als RMS gezeigt. Und man könnte noch einfach den linearen Mittelwert nehmen. Da würde man die Leistung einfach mitmitteln. Beziehungsweise die Amplituden einfach mitteln. So kann man sich angucken, was man am liebsten, am meisten macht. Häufig gewählt sind eigentlich diese Dinge hier, Min-Max. Dann weiß man nämlich, was das Minimum und das Maximum ist. Typischerweise da, wo viel Signal ist, ist der Unterschied zwischen Minimum und Maximum recht gering, sodass man da eigentlich dann einen Punkt sieht. Also auch in der Vertikalen die Messwerte auf einen Punkt zusammenfallen. Als Alternative steht vielleicht noch hier dieses hier zur Verfügung. So, ein letzter Punkt hier zum Thema Spektrumanalysator wäre noch der Dynamikbereich. Denn was können die Dinger hier? Wodurch wird eigentlich dieser Dynamikbereich, also das Minimum Dynamikbereich, wird er bestimmt? Zunächst muss man sagen, was ist eigentlich der Dynamikbereich? Das ist natürlich der letztlich die Differenz zwischen der größten verzerrungsfrei messbaren Leistung
minus die kleinste, ich sag mal störungsfrei oder störungsarm, messbare Leistung. So, und dazwischen, und das in einer Einstellung des Attenuators, des Dämpfungsgliedes am Eingang, dazwischen definiert sich der Dynamikbereich. Nun, was haben wir, was den begrenzt? Ich greife nur mal ein paar Begriffe hier raus. Das ist zunächst mal der im Wesentlichen thermische Rauschteppich, also das Rauschen, das thermische Rauschen, Rauschteppich, und zwar in der Regel auch verstärkt um zum einen das Dämpfungsglied, die Dämpfungseinstellungen in der jeweiligen Betriebsart und eben den Mischer am Eingang oder weitere Halbleiter. So, man soll nicht glauben, dass ein Spektrumanalysator besonders empfindlich ist. Die sind mittlerweile ganz gut, aber die waren auch schon mal sehr, sehr schlecht, was das Rauschen anbelangt. Da musste man eben, wenn man sie empfindlich kriegen wollte, gute Verstärker davor bauen. Insofern war das schon hinzukriegen und damit zu leben. Aber man kann nicht davon ausgehen, nur weil ein Spektrumanalysator typischerweise sehr teuer ist, ist er auch sehr, sehr empfindlich. Das ist ein Fehlschluss. So, dann haben wir insbesondere, wenn wir zwei dicht beieinander liegende Signale betrachten möchten, das Phasenrauschen und insbesondere bei dicht nebeneinander liegenden Signalen spielt das eine Rolle, dann kriegt man die nämlich gar nicht mehr richtig raus. Und dann haben wir die Kompression eines Signals also die Eingangsstufen oder auch die weiteren Stufen gehen in die Sättigung und als letztes hätte man noch weitere Nichtlinearitäten. Weitere Nichtlinearitäten. Und ungewollte Mischprodukte. Das ist sicherlich ein bisschen speziell. Wenn wir uns zunächst an diese beiden Punkte hier halten, nämlich das thermische Rauschen, das kann man ohne weiteres verstehen, und dann eben auch die Kompression des Signals, ist schon mal eine Menge geholfen. Die weiteren Dinge sind dann sicherlich ein bisschen spezieller. Wenn man dann Messtechnik betreibt mit den Geräten, wird man relativ schnell darauf kommen, dass man die auch betrachten muss, aber das vielleicht nicht unbedingt hier in einer Einführungsvorlesung, in der es nur ein bisschen darum geht, mal was über den Spektrumanalysator gehört zu haben. So, wie kann sowas zum Beispiel für Rauschen aussehen und zu welchen Fehlern kann das führen? Schauen wir uns auch kurz an. Und da sieht man zum Beispiel einen ganz interessanten Effekt, wie nämlich unterschiedliche Einstellungen des Dämpfungsgliedes, damit unterschiedliches Rauschniveau bei eigentlich gleichem Signal dafür sorgen, dass das, was man misst, vollkommen anders wird. Ich möchte es nur illustrieren hier. Ich möchte es nicht im Detail analysieren. So haben wir zum Beispiel in dem schwarzen Fall mit sehr wenig Rauschen und einem Dämpfungsglied, das auch sehr empfindlich eingestellt ist, hier würden wir ein Level hier messen, im orangen Fall dieses hier und im blauen, ich gehe dann mal gleich in die vollen, da sehen wir dann dieses Level hier. Das heißt also, das Rauschen drückt unser Signal ein bisschen hoch. Das ist nicht etwa ein Anzeigefehler oder so, sondern es ist ein wirklicher Messfehler. Da wird nämlich durch das zusätzliche Rauschen das Signal scheinbar hochgedrückt, weil ja da, wo die Messung gemacht wird, das gewollte Sinussignal plus die Rauschleistung gemessen wird.
Und dann kommt es eben zu solchen wirklichen Messfehlern. Messfehler, wenn Signalleistung nahe, und so nah ist das gar nicht, nahe an der Rauschleistung liegt. So, und dann noch ein letzter Punkt hier. Wie macht man so einen Spektrumanalysator kaputt? Da gibt es eindeutige Anweisungen dazu, die auch auf dem Gerät stehen. Kann man gleich ablesen. Natürlich, also es war natürlich ironisch gemeint, also sie sollen das Ding nicht kaputt machen, sondern steht da drauf, was man tun soll, damit es da nicht kaputt geht. Aber wenn man das überschreitet, kriegt man ziemlich zuverlässig das Gerät auch kaputt. Also hier steht zum Beispiel Maximum 30 dBm. Das gilt aber nicht unbedingt. Nicht bei Einstellung des Dämpfungsgliedes. Auf 0 dB, da ist es oft empfindlicher. Da ist er empfindlicher, also da kriegt man noch schneller kaputt mit kleineren Leistungen. So, dasselbe steht hier auch nochmal, 30 dBm, 1 Watt. Und dann steht hier bei dem einen Gerät dabei, dass man 25 Volt anlegen darf. Das wird wahrscheinlich der Eingangskondensator sein. Und hier steht, dass man 0 Volt anlegen darf. Und das ist so das Beste, das Einfachste, wie man ihn kaputt macht, nämlich mit Gleichspannung. Zerstört in Specki. So, warum ist das so? Ich sage das eben schon, dahinter liegt eine Diode. Wenn Sie an die Diode in der richtigen Richtung eine Gleichspannung anlegen, dann fließt da relativ schnell ein relativ großer Strom. Dann wird die Diode relativ schnell, relativ heiß und das kann sie nicht gut ab. So, das macht man natürlich nicht extra. Also keiner kommt daher und nimmt eine Batterie und schließt sie da jetzt an den Eingang des Spektrumanalysators an. Das passiert nicht. Aber was passiert, ist, dass man beispielsweise einen Verstärker durchmessen möchte. Und so ein Verstärker, der ist typischerweise ja so aufgebaut, dass man hier irgendwie so einen Transistor hat. So, dann hat man hier einen Widerstand. So, und dann legt man hier mal den plus 9 Volt an und dann hat man hier den Ausgang. Dann hat man hier noch häufig in dieser Form so sowas. Hat man da noch eine Spannungszeile, um die Basisvorspannung hinzukriegen. Und das Problem ist, an dieser Stelle hier, da haben wir Gleichspannung liegen. So, und diese Gleichspannung liegt dann natürlich, wenn wir den jetzt hier an den Specki anschließen, auch am Spektrumanalysator an. Ne? Und das würde ihn sofort kaputt machen. Nun, was kann man tun? Das ist relativ einfach, aber man muss das auch tun. Man kann einfach das ganze Ding gleichspannungsmäßig mit einem Block C, mit dem DC-Block, so heißt das Gerät, entkoppeln und dann geht auch der Spektrumanalysator nicht mehr kaputt, wenn man nicht vorher den Kondensator kaputt macht. Das wäre das, was man auf der linken Seite mit dem linken Spektrumanalysator bei 25 Volt getan hätte. Also, denken Sie dran, machen Sie die Dinger nicht kaputt, kostet richtig viel Geld und macht Ärger.